Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Minecraft, Freunde. Letzte Folge haben wir so das Problem gehabt, dass wir einen Zombie-Kopf brauchen. Deswegen gehen wir jetzt unser Glück versuchen, mit denen hier. Ist zwar nicht viel, aber wir versuchen es einfach. Und versuchen hoffentlich einen Kopf zu kriegen. Von diesem Zombie hier. Komm, gib mir deinen Kopf. Nein, will er nicht. Immer so einen komischen Creeper, vor dem müssen wir ein bisschen in Acht nehmen. So wie ich das verstanden hatte. Da ist noch ein Creeper. Okay, der fängt an zu leuchten, wenn er explodieren möchte. Gut, haben wir auch nichts bekommen. Skelette möchte ich ein bisschen umgehen. Skeletten bin ich nicht so der Freund, die schießen immer so komisch. Da wäre ein Zombie, vielleicht gibst du uns einen Kopf. Gib mir deinen Kopf, Junge. Ich wäre sehr dankbar. Okay, auch nicht. Haben wir noch hier so alles in der Gegend? Schaut da nicht gut aus für uns. Vielleicht du, komm, Junge. Wäre nett, wenn du mir einen Kopf gibst. Oh, Spinne und Minimi. Na. Ich hasse das. So. So, du bist mal weg. Du gibst mir ein Loot weg und du, mein Freund, Papa. Papa gibt mir nichts. Nein, gibt er mir nichts. Ey, ey. Kommt die Mutter auch noch? Ey, Mutter. Mutti. Mutti. Ne. Oh, Witches. Aber interessant, gut zu wissen, wo die sind, denn die werden wir auch noch brauchen. Müssen nur ein bisschen immer so drauf achten, wo wir rumlaufen. Das sind Spinnen, das sind Witches. Oder war ein Zombie? Oh, Spinne. Spinne, sieh gerade an. Verschwinde, Junge. Weg da. Gut, wir haben uns eine Schnitzel in die Birne. Und gucken mal weiter. Ja, wir müssen da durch die Spinnen durch. Da drüben kommt dann Minimi wieder. Da kommen dann auch die Eltern. Hier. Da kommt Papa. Komm, Papa, gib mir deinen Kopf. Auch nicht. Mama? Oh, weg da von den Bienen, die stupsen. Mama gibt mir Kopf, Mama gibt mir Kopf. Gute Mama, gute Mama. Wir müssen natürlich wieder schauen, dass wir vorbeikommen und dass die uns hier angreifen. Oh, Spinne. Oh. Dumme Spinne, du. Die ist etwas aggressiver. So. Hier kommt der Onkel. Onkel. Onkel Klaus. Hallo, Onkel Klaus. Onkel Klaus. Warum machst du das? Gib mir deinen Sack, Onkel Klaus. Klausi hat einen Sack bei sich. Klausi. Ein bisschen so Rücken frei halten. Man weiß ja nie, was dahinter sich so lauert. Das ist ja gar nicht so einfach. Aber wir haben jetzt den passenden Kopf. Was für uns bedeutet, wir können schlafen gehen. Endlich. Wohlgemerkt. Endlich. Gut, dann packen wir den Kopf da oben rein. Und es passiert genau das. Ich dachte schon, und es passiert nichts. Da hat man immer so ein bisschen Angst. Das Basic Kapazitor, wenn wir vielleicht brauchen, habe ich gesagt. Jetzt schauen wir zwei Lootbags an. Vielleicht ist da noch was Interessantes dabei. Eine Biene, ein Oak Sapling, Iron Platte ist gar nicht so verkehrt. Bronzeschwert werde ich jetzt nicht brauchen. Oak Sapling können wir auch weg tun. Die Biene. Es hat immer die Frage, ob wir. Ja. Ja, wir haben auch noch ein Lootbag. Ah, da ist aber interessant dabei. Das. Da gucken wir mal. Die hat 5 und die hat 6. Das heißt, wir nehmen die und die schmeißen wir wieder weg. Eimer, ja, kann man brauchen. Swapping-Wand. Ich glaube, den haben wir sogar schon. Ja, das heißt, wir können den Swapping-Wand wegtun. Kriegen neues Lootpack. Teleport-Wand haben wir, ich glaube, auch schon. Oder nicht? Moving Rant, aber Teleport noch nicht, okay. Dann du, diese scheiß Death Notes da. Weg damit. Braucht kein Mensch. Gut, die brauchen nicht. Dann die weg. So, Thema Neues. Das Kupfer- und Spinnenauge behalten wir mal und hier Redstone behalten wir auch. Das.
Und der Rest ist eh Eisenschwert und sowas. Naja, wer es braucht. Gut, den haben wir mal. Dann brauchen wir eine Farming Station. Da brauchen wir Electrical Steel noch. Gut, an das hat keiner gedacht, glaube ich, oder? Oder haben wir das schon gemacht? Ich weiß ja nicht ganz. Zinn haben wir. Osmium. Das wird wieder so eine Baustelle werden. Also, wir brauchen auf alle Fälle wahrscheinlich Eisen. Was braucht man dafür noch? 4 Stück brauchen wir davon. Silikon, Eisen und Kohle. Kohle mal 3. Wir brauchen 4 Stück, haben wir gesagt. Das heißt, wir brauchen noch eine Kohle, die wir hier rein machen müssen. Eisen haben wir gesagt. Und wir brauchen Silikon. 4 Stück. Das werden wir auch haben. Irgendwo soll ja Silikon rum sein. Hatte man mir erzählt mal. Das war schon lange her, wo sie das gesagt hatten, aber. 3, 4. Und wenn wir die 3 Sachen zusammenklatschen, müsst ihr arbeiten. Genau, wunderbar. So, dann brauchen wir das noch, das ist ein Diamant und dieses Pulsating. Das heißt, 2 Diamanten. Und das Pulsating. Hier ist ein Pulsating. Wo sind die anderen Pulsating? Ja, also wir hatten 2, also dachte ich mir schon, dass wir ja 2 hatten davon. Das ist gut. Den müsst hier rein, den behalten wir. Brauchen noch 4-mal das Electric Steel und dann haben wir's. Das heißt so, so, so und in der Mitte kommt ja das rein. Und ne Diamant-Hoe, wie ich gerade so mein Auge gesehen habe. Das heißt, wir brauchen so, so und so. Und mal nochmal checken, ob das passt. Gut. Das heißt, so, so, so. Das hier. Das hier und hier Maschinencasing, den hatten wir ja schon gebaut. Oder war das nur der Kapazitor, den ich. Nee, ich habe nur den Kapazitor gebaut, weil Maschinencasing ging sich von Eisen her nicht aus. Genau. Das heißt, wir brauchen wieder Eisen. Das haben wir hier drin. So. Und dafür brauchen wir noch den Maschinencasing. Dafür brauchen wir noch 4-mal das Stahl. Das haben wir irgendwo hier. Gut, dann haben wir den und dann noch das letzte hier. Und dann sollten wir alles haben für die Farming Station. Wunderbar. Mit der Farming Station hat man schon ein Grundproblem weniger. Kohle, Holz, Charcoal. Bam, bam, bam. Das sollte jetzt dann ja relativ flott gehen. Ich hoffe es. Dafür brauchen wir noch einen geeigneten Platz. Wir werden die jetzt hier hinten irgendwo ein bisschen hinstellen, da so in diesen Tank hier rein. Dann hier ein bisschen Platz machen, die ist ja relativ klein am Anfang. So. Damit hier über Bäume gepflanzt werden. Zack. Natürlich bräuchten wir auch Setzlinge. Ich hoffe, ihr habt da welche. Sonst müssen wir halt welche organisieren, aber ich glaube schon, dass das 5 Stück. Naja, besser als wir nichts. Wir brauchen aber auch noch eine Axt. Das ist das nächste Problem, was wir haben werden. Also haben wir ja so, so. Eine Axt. Aus was machen wir die? Stein? Vorerst mal. Können eh nichts anderes machen, vorerst mal. Stein. Und was wir noch brauchen, ist ein bisschen Bone Meal, wenn wir mitnehmen. 6 Stück in die Sägemühle. Dann macht es dir ein bisschen mehr raus. 12 können wir gleich raus. Interessant, interessant. Bone Meal Block, okay. Seit wann gibt's denn das? Baumaterial oder wie? Ich glaube, sonst haben wir alles, gell? Ich denke mal, nee, wir haben keinen Strom. Ha, ha, ha. Das heißt, so, 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 so. Alles locken hier. Dann. Du da rein und du da rein und Strom fehlt halt. Das ist halt echt blöd, wenn wir keinen Strom haben. Wie kriegen wir da am besten jetzt Strom hin?
Den Generator brauchen wir vorerst mal eh nicht, dann bauen wir den ab. Stellen den dorthin. Natürlich brauchen wir jetzt irgendwas, um den zu befeuern. Ja. Holz. Natürlich, Holz. Warum auch nicht? Feuern den einfach mit Holz. Sieht das aus, als genügt das gar nicht. Mal hier platzieren. Ein Baum. So, dann kann der hier mal ein bisschen produzieren. Dann können wir den Baum mal wachsen lassen. So. Das ist eh ein großer, ist eh gut. Der bringt uns viele Setzlinge. Das ist nicht so verkehrt. Ich brauche Fressen. Haben wir da irgendwo Fressen? Da. Mal gucken, was könnten wir essen? Wir hätten Brot. Kartoffeln haben wir auch, die können wir backen hier in Furnace Mode. Besser als wir nichts, oder? Das ist nicht gerade meine Leibspeise, aber kann ja mal hier noch ein bisschen ernten gehen. So, hier. Hier haben wir natürlich noch Salat und sowas, können wir auch fressen. Da müssen wir halt dann gucken, was wir davon wirklich alles brauchen, was nicht. Weizen natürlich, das ist sehr gut, da können wir Brot draus machen. Und der Rest ergibt sich dann eh. Karotten können wir auch Juice machen, rein theoretisch, wenn wir möchten. So. Karotten behalten wir, den Rest hauen wir mal hier rein. Das, hier. Ein paar gute Erdbeeren. Weil das brauche ich nicht mehr. Einmal brauche ich nicht, das nicht. Du koch, der Boden, wir brauchen noch. Karotten brauche ich auch nicht. So, der Baum ist gewachsen. Das heißt, für uns können wir hier aktivieren. Zack, der Baum ist weg. Das heißt, wir aktivieren wieder. Das erwartet. Gucken mal, wir haben einige Setzlinge bekommen, die wir jetzt einfach per Hand pflanzen werden. Ah, okay. Damit die Maschine nicht arbeiten muss. 41 aus dem Baum. Ich weiß gar nicht, wie groß der Radius jetzt ist von der Maschinerie hier, aber ich glaube so. Ab zwei in jede Richtung, oder? Wahrscheinlich. Ich kann mit Bummel hier natürlich beschleunigen, das Baumwachstum. So, hier. Hier noch ein Baum. Komm. So. Das ganze Bummel ist weg. Und wir können jetzt hier sagen, du, mein Freund, gehen wir mal rüber und tun das Holz in den Ofen schmeißen. Bin gerade überlegen, wenn wir jetzt hier haben wir 1600. Die können wir nicht testen. Das ist blöd. Auf alle Fälle können wir hier Charcoal raus. Und Charcoal ist halt der Vorteil. Macht er gleich drei? Ja, macht. Okay. Charcoal hält halt länger. Kann man den hier so ein bisschen aufladen lassen? Den Puls geben? Und hat er wieder ein bisschen geerntet. Ah, wir kriegen Äpfel raus. Äpfel ist auch nicht verkehrt. Das heißt, wir haben was zu fressen. So, jetzt sollten wieder Mobs auftauchen, deswegen gehen wir schlafen. Wir können auch noch eine Salatzelle machen und die einfach hinklatschen. Und dann soll die arbeiten, aber rein nur eine Salatzelle ist blöd. Das ist ja das Problem. So, ein bisschen Holz behalte ich aber ein, damit wir hier ein bisschen was auf Reserve haben. Wie können wir das jetzt am besten steuern hier? Problem bei der Sache ist natürlich, dass die Farm hier. Ich sollte natürlich schon ein bisschen effizienter arbeiten. So, jetzt ist wieder Strom alle. Aber wenn man jetzt guckt, wir haben schon 26 Bäume, also auf alle Fälle mehr rausbekommen, als wir reingesteckt haben. Das auf alle Fälle.
Das ist auch so bei der Baumfarm, man kriegt immer mehr raus, wenn man reinsteckt. Was für uns jetzt bedeutet, wir sollten uns mal schön langsam Gedanken machen, irgendeine Maschinerie bauen, dass man ja eigentlich immer standardmäßig macht. Ein Ofen, mit dem wir automatisch Charcoal dann durchschmelzen. Wenn ich halt überlegen, wie man das am dümmsten macht, ganz ehrlich. Wir brauchen ja hier auch Strom. Das heißt, wir brauchen ja auch Charcoal und so. Also, gut, dann schauen wir uns das mal in der nächsten Folge an, Leute. Ich würde sagen, schön, dass ihr dabei wart. Lasst Like, Daumen hoch, Abo da und schaut das nächste Mal wieder vorbei. Was heißt, wir spielen Minecraft. Bis dahin, Spiel Spaß, Leute. Haut rein.